Hallo liebe Campingfreunde, willkommen zum nächsten Teil. Ja, das große Wiegen ist heute angesagt. Was wiegt denn die Kiste hinter mir? Ich bin mal gespannt. Der erste Apollo, da waren wir ja immer so an der Grenze. Manchmal drüber, muss ich ehrlich sein. Ne? Und ich bin mal gespannt, was das ausmacht. Gasfrei, hinten ein paar Schränke raus, aber dafür das Hubbett und ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel der Bullfänger. Ne? Bevor wir aber wiegen gehen, würde ich sagen, guck mal erstmal, was habe ich denn alles drinne? Denn wir sind reisefertig. Es geht nämlich morgen früh Richtung Schweiz, genauer gesagt nach Graubünden. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Deswegen ist er eigentlich reisefertig. Schauen wir einfach mal. Robetta Apollo, ich sag Van Fan Edition, hat nicht jeder. Ja, fangen wir mal an. Wir haben natürlich hier die 18 Zoll Felgen drauf. Die wiegen natürlich schon mal einiges. Ne? Von XD Series, neuer Hersteller aus den USA. Dann natürlich die Verbreiterungen dran. Wir haben seit neuestem auch den Bullfänger mit den OAC LED-Scheinwerfern. Alter Schwede, sind die hell. Das ist ein Riesenunterschied. Beim Aufblendlicht natürlich Wahnsinn. Also das wiegt natürlich auch wieder einiges. Klar. Dann haben wir oben Solar. 320 WP auf dem Dach. Die 30 Volt Panels. Ne? Wir haben dafür keine SAT-Anlage auf dem Dach. Weil wir ja, sehen wir ja gleich, dann mit Internet Fernsehen gucken können. Ne? Logischerweise Dieselheizung auch, wenn man jetzt sagt, das ist ja doch ein Gasauslass. Nein, die Truma D4, die hat seit neuestem diesen runden Kamin und nicht mehr diesen viereckigen. Dann haben wir eine Soganlage drin. Ja, das sind alles nicht wahnsinnig viel Gewicht, aber es summiert sich halt mit der Zeit. Ne? Logischerweise hinten ein drittes Fenster oder nur auf der Seite, auf der Fahrerseite haben wir noch ein Fenster. Dafür hinten die zwei, keine Anhängerkupplung, dafür Reserverad. Das kommt noch weg. Reserverad braucht man nicht, nützt uns nicht viel bei 18 Zoll Felgen. Wenn da mal was kaputt geht, da ist man dann eher auf den ADAC angewiesen. Ja, Markise ist dran und ansonsten ist das Fahrzeug eigentlich jungfräulich. Also wie gesagt, keine großen schwierigen Sachen, keine Anhängerkupplung. Kein Fahrradträger, den braucht man nicht. Wir haben zwar ein E-Bike, das nehmen wir ab und zu mal mit, aber sehr selten. Wir gehen eher wandern mit der Akira und laufen. Also von dem her, das war es schon mal von außen. Guck mal doch gleich mal hinten rein, würde ich sagen. Was haben wir denn da hinten immer dabei, wenn wir verreisen? Ja, machen wir mal auf. So. So sieht das Ganze aus, wenn wir verreisen. Das sind die Stühle, die stehen ja meistens vorm Van und dann hat man hier den ganzen Platz frei für die Akira oder zum Chillen. Oftmals sitzt die Karo hier hinten drin und chillt hier gemütlich ihr Leben, liest ein Buch, was auch immer. Also das ist echt gemütlich, hätte ich nicht gedacht. Für mich ist es ein bisschen zu eng, fehlt mir ein bisschen Kopffreiheit, aber für die Karo ist es genau ausreichend. Ja, was haben wir alles dabei? Also wir haben, ja, was man so halt dabei hat. In den Taschen hier ist viel Werkzeug drin. Wir haben hier auch eine Schaufel, wie ihr sehen könnt. Wir haben ein paar Kabelbinder. Wir haben Akkuschrauber dabei, Akkuladegerät. Ist da alles drin. Unten hat es noch die Verlängerungskabel. Falls wir mal am Strom stehen, hat es da noch Kabel drin. Adapter auf der Seite hat es auch noch ein bisschen Werkzeug, was man so braucht. Taschenmesser, die kleine Axt, wenn man mal ein bisschen freistehen und ja, ein Grillfeuer machen wollen, wie zum Beispiel hier an dieser schönen Grillstelle. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass man hier eine kleine Axt dabei hat. Und ansonsten, ja, was man so braucht, hier hat es noch ein bisschen Beleuchtung drin, Beleuchtungsequipment, Taschenlampe und. Also das bleibt auch im Van drin. Oben dann das Hubbett, das wiegt natürlich auch ein bisschen, aber dafür sind die Schränke hier nicht mehr drin. Ne? Das ist halt anders. Wir haben dafür die Lounge hier hingemacht, die kann man aber auch wegmachen, wenn man das Bett lieber unten hat zum Schlafen. Aber das ist ja jedermanns Sache. Ihr wisst ja auch, das Ganze ist eine Bike Edition. Man kann hier auch die zwei Roste wieder reinmachen. Ich blende es euch mal ein und kann hier unten noch zu zweit schlafen und ein Fahrrad dahinstellen. Wir haben es halt lieber so, wir verreisen so lieber. Da hat man ein bisschen mehr Flexibilität. Ja, ansonsten Heckfliegengitter, Kamera und ja, die guten, richtig fetten Matratzen hier. Das ist mal alles, was vom Gewicht her eine Rolle spielt. Klar, wir haben natürlich noch Soundsystem drin.
etc. etc. Ich würde sagen, gehen wir mal rein. Und dann schauen wir uns das gute Stück von innen an. Wir haben ja hier die R-Möbel. Ich bin ja mal gespannt. Laut Prospekt so um die 200 Kilo weniger wie normale Möbel. Ich bin mal gespannt, ob das dann auch wirklich so ist. Ob das spürbar auf der Waage ist. Ich bin echt mal gespannt. Mit den Reifen und dem Bullfänger und so weiter habe ich irgendwie ein schlechtes Gefühl. Aber wir schauen mal. So, also. Hier vorne nichts Besonderes, was wiegen könnte. Wir haben da vorne unsere Dashcam, die Van True, die habe ich ja schon lang. Und hier habe ich unsere Van Mass Halterung. Normalerweise ist die ja hier mit dem Saugnapf. Aber ich möchte hier immer schön an das Rollo kommen. Und deswegen haben wir die da vorne reingeklemmt. Ich verlinke euch die mal. Ich finde die noch richtig cool, weil die hat auch ein stabiles Gestänge und rutscht nicht dauernd runter. Die Handyhalterung, also die ist echt top. Ja, ESX Navigationssystem, auch eine coole Sache. Dort kann man Apps draufladen. Ich habe hier verschiedene Apps, Landvergnügen und die Druma App und was auch immer. Und habe dort von vorne schon die Möglichkeiten, auch die Heizung zu steuern. Und deswegen finde ich das Radio hier wirklich cool. Navigationssystem ist auch nicht schlecht, aber ich fahre meistens, muss ich ehrlich gestehen, mit Google. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Wasser ist auf 100%. Und Abwasser ist auf 0, also da ist nichts drin. Es zeigt hier zwar nur 60 Liter an. Ich habe nicht ganz überlaufen lassen. Es gehen noch 20 Liter Reserve rein. Wir haben ja den kleinen Wassertank mit 80 Liter. Also sind jetzt ungefähr 65 Liter Wasser drin. Das darf man noch dazu rechnen. Plus den vollen Dieseltank logischerweise. Dann haben wir natürlich noch einen Fernseher, 22 Zoll Fernseher drin. Der funktioniert eben nicht mit Sat-Anlage, sondern eben hier mit diesem WLAN-Router von RVStar. Funktioniert wirklich tadellos, muss ich echt zugestehen. Wir schauen Fernseher über die Waipu-App, machen wir übrigens auch zu Hause. Dort hat man 5 Möglichkeiten zum Anschauen. Also 5 Geräte kann man an eine Waipu-App anschließen und deswegen nutzen wir das natürlich dann auch hier im Van und es funktioniert wirklich tadellos bis jetzt. Ne? Also wirklich. Ansonsten, was haben wir noch hier drin? Ah, Landvergnügenbuch, jawohl. Hier, ja, Fressalien, logischerweise. Ne? Über dem Fahrerhaus ist auch jede Menge drin. Mein Kamera-Equipment ist hier, meine Drohne. Hier hat es noch ein paar Jacken drin und Isomatten etc. etc. Hier sind auch die ganzen Papiere von dem Fahrzeug hinten. Das wiegt ja auch noch einiges. Ne? Da kommen schon einige Kilos zusammen. Auch hier ist alles jetzt reisefertig. Wir haben hier unser ganzes Equipment drin. Das Einzige, was wir nicht mehr mitnehmen, ist unser Omnia. Warum wohl? Ja, ganz einfach, weil wir jetzt Induktionskocher haben. Das ist der Nachteil vom Induktionskochfeld. Der gute Omnia kann nicht mehr eingesetzt werden, außer natürlich mit einer externen Gasstelle. Aber hier kann der Omnia jetzt nicht mehr verwendet werden. Das ist ein weinendes Auge. Aber dafür bin ich froh um die Induktionskochfelder. Ich verlinke euch mal unsere letzte Kochsession. Funktioniert wirklich super. Ja, ansonsten, Senseo ist dabei, Töpfe, was man so zum Kochen braucht. Wir haben einiges rausgeschmissen aus der Vergangenheit. Wir haben wirklich nur Besteck für 2 Personen dabei, ein paar Gläser mehr. Aber ansonsten haben wir hier ziemlich abgespeckt, wirklich das Nötigste. Kaffee natürlich wichtig, Gewürze etc. etc. stehen hier auch. Das Gewürzregal übrigens auch hier neu im Van, verlinke ich euch alles. Und hier oben dann die Tassen. Jetzt ist sogar noch ein bisschen Obst drin. Also ihr seht, wir sind reisefertig, denn auch der Kühlschrank sollte voll sein. Jawohl, hier ist der Kühlschrank. Jede Menge drinne. Da oben ist noch mal ein Fach. Da ist auch noch jede Menge drinne. Viel Fisch, viel Käse, viel vegan. Aber auch viel Obst und Wasser natürlich. Ne? Ganz klar. Also hier ist alles voll. Was ich cool finde, ist diese Drittstufe. Ja. Das ist die Drittstufe, um ins Bett zu gelangen. Fahren wir mal runter das Bett. Ja. Mal nicht ganz. So haben wir es ungefähr, wenn die Akira dabei ist. Wenn sie nicht dabei ist, fahren wir das Bett ganz runter. Dann brauchen wir auch diese Drittstufe hier nicht. Ne? Aber diese Drittstufe, die ist ziemlich wertvoll, denn wir haben hier sage und schreibe 6 große Flaschen Wasser drin. Die passen da genau rein.
wie wenn es dafür gemacht worden ist. Also 6 Liter Wasser ist auch noch an Bord, plus diesen Kühlschrank. So, und hier hinten ist natürlich auch schon alles reisefertig. Wie ihr seht, wir rollen unsere Klamotten von vorne nach hinten, vorne die T-Shirts, Schlafzeug etc. etc., Unterwäsche und hinten dann die Wander- und Regensachen. Also hier ist wirklich alles an Bord. Logischerweise sieht man nur die vorderste Front. Hinten ist natürlich auch noch mehr drin. Aber das reicht uns wirklich für 2 bis 3 Wochen locker aus. Und wenn es halt da nicht reicht, dann gehen wir halt waschen. Also das ist wirklich eine Top-Sache. Somit haben wir die großen Schränke jetzt einfach gespart. Die brauchen wir nicht. Logischerweise auch wegen dem Hubbett. Ne? Ganz klarer Fall. Ja, Bad hier. Auch natürlich reisefertig. Alles dabei. Ein bisschen mehr Handtücher sonst wie sonst. Ja, die Akira brauche ich auch noch. Die suhlt sich gerne im Dreck. Und deswegen ist hier auch alles drin. Auch die Schränke sind natürlich voll. Also, alles dabei. Natürlich der Max-Van nicht zu vergessen. Der läuft jetzt auch schön. Ganz wichtig, denn hier drin ist Bullenhitze. Wie viel Grad haben wir denn? Oh, hier ist richtig warm drin. Ich kann übrigens jede Zone hier mit diesen Bluetooth-Sensoren hier überwachen. Kühlschrank, Schlafzimmer oben, Schlafzimmer unten, Dinette und was habe ich noch? Dinette und ja, das war schon. 4 Kühlschrank, hinterer Bereich und vorderer Bereich. Und somit habe ich immer so die Klimazone im Griff, denn ich habe demnächst ja auch einen Test vor, wie fast alle YouTuber, habe ich natürlich auch eine EcoFlow Wave 2 bekommen, die neueste Klimaanlage. Dazu aber später mehr. Ich will die in aller Ruhe testen, wenn alle schon fertig sind. Und vor allen Dingen muss es dann auch heiß sein. Es bringt mir nichts im Mai, das zu testen. Bis jetzt war es ja nur kalt. Ich will die testen, wenn es richtig heiß draußen ist. So, aber das dazu. Jetzt würde ich sagen, haben wir alles. Tanks sind voll. Eingekauft haben wir. Eingeräumt ist auch. Jetzt fahren wir auf die Waage, würde ich sagen, oder? Abmarsch. So, also 3290 Kilo, 3,29 Tonnen, einschließlich mit mir, mit dem ganzen Equipment, was ich natürlich noch vergessen habe. Klar, ich habe natürlich noch die Lithiumbatterie, 200 Amperestunden hier unterm Sitz. Ich habe noch den großen 2 kW Wechselrichter drin von Mastervolt und natürlich auch von Mastervolt noch den großen 50 Ampere Ladebooster. Die nur im Zusammenspiel übrigens funktionieren, haben mich auch ein paar gefragt. Ne? Die wiegen natürlich auch noch mal einiges, die sind hier auch noch verbaut. Und wenn man das jetzt alles rechnet, 3290, Akira und Andrea fehlen noch und that's it. Haben wir zwar noch jede Menge Luft, aber mal ganz ehrlich, ohne diese R-Möbel sähe es doch schon mau aus. Ne? Also ohne diese R-Möbel wäre ich jetzt schon fast drüber, ne? Wäre ich jetzt schon an der Grenze. Das ist schon fast ein Must-Have. Also nicht nur fast, das ist ein Must-Have. Absolut. Dürft man eigentlich gar nicht mehr, so ein Auto dürfte man eigentlich gar nicht mehr ohne R-Möbel verkaufen in dem Fall. Ne? Oder man spart sich wirklich hier alles an Extras, was ich hier drin habe, einschließlich Bullfänger etc. etc. Aber dann will man ja auch mal Fahrräder mitnehmen oder E-Bikes oder was auch immer. Ne? Also diese R-Möbel, ich weiß nicht, ich traue der Sache nicht, ob das wirklich 200 Kilo sind, die man spart. Ich hätte gern mal das gleiche Fahrzeug mit normalen Möbeln nebendran stehen, um das einfach mal zu vergleichen. Das wäre eine coole Sache, aber der Wunsch wird mir wahrscheinlich nicht in Erfüllung gehen. Nichtsdestotrotz bin ich zufrieden mit dem Gewicht. Ich bin sogar echt happy. Ich bin auf jeden Fall immer unter den 3,5 Tonnen, egal was ich mache. Wasser ist voll, Dieseltank ist voll. Was soll ich noch machen? Also von dem her passt es. Auch wenn ich mal ein E-Bike mitnehme, ist das überhaupt kein Thema. Ja. Dann würde ich sagen, alles richtig gemacht, oder? Und jetzt geht's heim, Akira und Caro einpacken und dann ab nach Graubünden. Da freuen wir uns schon lange drauf. Schöner Stellplatz oben in den Bergen. Und da gehen wir noch ein bisschen wandern und genießen jetzt das lange Wochenende. Pfingsten steht vor der Türe. Und ich hoffe, ihr auch alle. Schöne Wetter ist ja anscheinend da. Und deswegen Abmarsch und
unser Hobby genießen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, bleibt vor allem gesund, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, uns wird es wirklich mega freuen und ja, ich fahre jetzt mit einem lachenden Auge nach Hause. In diesem Sinne, bis bald, ciao, euer Aki.